Herzlich willkommen zurück zu Crusader Kings 3. Ich bin die Miri und wir sind zurück bei König Matteo II. Von Italien, 5 Jahre alt. Und dieser König Matteo hat eine Domäne zu viel und da habe ich mir jetzt überlegt, dass wir Monaco wieder abgeben, an den niederen Adel einfach diesmal. Ist mir jetzt auch egal, wer das bekommt. Und damit wir hier einfach in unserem Domänenlimit drin bleiben. Und dann gehen wir jetzt mal wieder im Kreuzzug kämpfen. Mal sehen, wie sich das jetzt hier weiter gestalten wird. Erstmal treffen wir uns alle in Verona. Weil irgendwie läuft das mit dem Kreuzzug nicht so gut. Also die sind jetzt mittlerweile bei -8%. Ich verstehe gar nicht, was das Problem ist. Weil die eigentlich, naja gut, die sind von der Truppenstärke wieder ausgeglichen. Die Byzantiner haben schon wieder aufgeholt. Also es ist wohl notwendig, dass wir hier mithelfen. Damit das hier, naja, ein bisschen vorangeht. Wie machen wir das am besten? Ich würde sagen, wir räumen erstmal ein bisschen auf. Aha, wir haben jetzt einen Bauernpöbel in Nizza, interessiert mich nicht. Ist das eigentlich unser bester Befehlshaber? Ja, sieht so aus. So, dann erstmal nach Brixen. Wir versuchen jetzt erstmal die kleinen Truppen hier abzuräumen. Ja, das da oben, das werden sie wohl schaffen. So. Die sind noch nicht abgehauen. Hier sind... Oh, echt viele. Was jetzt? Bei der Erfüllung seiner Pflichten als Ratsspitze ist Herzog Bertoldo auf ein Geheimnis gestoßen, das mein Urgroßvater, Herzog Svatopluk, hat. Er hat meine Verwandte Beatrice in eine Affäre verwickelt, meine Güte. Was ist das denn für ein Typ, ey? Also der hat... Warte mal, Beatrice? Welche Beatrice? Sie? Das ist doch die wir als Begünstigte haben, oder? Das ist, glaube ich, auch die Tochter von einer seiner Stieftöchter. Also der Typ, der kennt echt keine Tabus. So, Gott, ey. Hier sind 12.000 Mann. Ich glaube, wir müssen da auch gleich mit in die Schlacht mit rein hier, wenn die hier gerade unterwegs sind. Aha. KI macht wieder mal komische Moves. Na, das ist nicht ganz so komisch, dass die hier langlaufen. Die werden versuchen, die zu bekommen. So, wir haben eine Schlacht gewonnen. Dann ziehen wir jetzt mal nach Salzburg. Vorausgesetzt, wir kriegen unsere Armee hier. Also erstmal Richtung Salzburg. Ja, die versuchen jetzt diesen kleineren Teil zu bekommen, wie es aussieht. Ein bisschen aufpassen, dass wir nicht selber abgefangen werden. Aha, da geht's lang. Wir gehen dazu, würde ich sagen. Wir schließen uns mal dieser Schlacht an. Wer ist das? Warum interessiert mich das? Weiß ich nicht. Ist das irgendwie ein Verwandter von uns? Ach so, ich glaube, den hatten wir rekrutiert, ne? Und der ist verlobt mit ihr. Na gut. So be it. Keine Geheimnisse. Ja. Der soll weitermachen. Oh, der mag uns mittlerweile eigentlich auch ganz, ganz doll, ne? Heimische Angelegenheiten. Zufrieden. Ja, das ist gut. Das ist sehr gut. So, diese Schlacht lief, glaube ich, auch zu unseren Gunsten. Laufen wir mal auch hier lang. Wir müssen jetzt versuchen, diese Armeen zu vernichten. Sehr gut. Sehr, sehr gut.
Oh, unserem Ritter wurde der Kopf abgerissen. Das ist unschön. Aber wieder haben wir eine Armee ganz gut geschlagen. Wohin gehen wir als nächstes? Ich würde sagen, erstmal hier hin. Denn da kommt wieder... Nee, die hauen ab. Dann gehen wir mal hier rüber. Da scheinen noch ein paar Truppen zu sein. Hier unten, ja, die hauen alle ab. Ja. Da kommt es zur Schlacht. Das wird aber, denke ich, recht eindeutig werden. Ja. Sehr gut. Die nächsten vernichtet. Einfach stehen bleiben. Können wir das auch mal? Dann laufen die nämlich gerade bei uns rein. Ja. Man weiß nicht wieso, aber sie sind einfach mal hier reingelatscht. Die laufen auch einfach bei uns rein. Das ist nicht schön. Slowenische Populisten haben sich aufgelöst. Auch gut. So kann das weitergehen, wenn ich einfach hier stehen bleiben muss und alle in mich reinlatschen. Wunderbar. Wie sieht's jetzt aus? Ja, wieder eine deutliche Richtung hier. Ich gehe jetzt mal hier wieder belagern. Nehmen wir mal an, dass das hier das Kriegsziel sein wird. So. Wenn wir die Belagerung abspalten, machen wir... Wir wären leicht über dem Limit, aber nicht lange. Doch, wir wären immer noch über dem Limit. Okay. Wir müssen sie halbieren, damit das funktioniert. Sonst verlieren wir einfach zu viele Männer. So, bitte die ohne die Belagerungswaffen. Ist das der Belagerungsgeneral? Ich glaube nicht, ne? Ich hätte hier gerne ihn drin. Belagerungszeit minus 30%. Perfekt. Affäre. Was denn jetzt schon wieder? Graf Gausberto von Lombardia hat eine Affäre. Gut zu wissen, würde ich sagen. Geben wir. Ist der in irgendeiner Fraktion drin? Ancona, ja, das sind die üblichen Verdächtigen hier. Der Bauernpöbel, der macht mir keine Angst. Nee, ist er nicht. Was bringt denn das Affäre-Geheimnis uns? Ein schwaches Druckmittel. Nö, dann behalten wir das erstmal für uns. Aha. Bürgermeisterin, illegitimes Kind. Eieieiei. Okay. Ja, behalten wir beim Hinterkopf. Also starkes Druckmittel wäre natürlich immer besser. Aber haben wir jetzt gerade nicht zur Verfügung. Na, klappt das hier? Müsste eigentlich. Also ihr seid so überlegen von der zahlenmäßigen Stärke. Das sollte eigentlich kein Thema sein. Wir sind verschuldet, in der Tat. Da habe ich jetzt gar nicht mit drauf geachtet. Okay. Wir gucken mal in unseren Kerker. Da sind ja auch wieder einige. Gibt es eigentlich irgendwelche wichtigen Gefangenen hier? Nein. Wir haben keine wichtigen Gefangenen. Dann können wir ja die unwichtigen mal loswerden. Lüdfeld von Koblenz ist wahnsinnig. Aber ein ganz fähiger Mann hier. Aber der bringt uns erstmal nichts. So, der Bürgermeister bringt uns was. 30 Gold immerhin. Können wir ihn auch loswerden, ja. Naja, das ist er hier. Aber er hätte viel Gold.
Für 100 Gold würden wir ihn loswerden und der hat ja nicht so viel. Na, also, der hat noch einen Anspruch, aber damit kann er uns nicht mehr groß gefährlich werden. Der von Carinwell. Der hat einen Anspruch auf Nizza. Hat auch viel Geld. Naja, wir lassen den mal raus. Och, wie viel Geld hat er denn? Das ist ja Wahnsinn. Für 100 Gold. Ja, lassen wir auch raus. Den einzigen, den ich hier drin lasse, ist erstmal den Herzog von Kärnten. Weil der uns sonst zu gefährlich werden kann. So. Jetzt sind wir nicht mehr verschuldet. Was steht unter Belagerung? Ja, ja, ja. Da mache ich mir keine Sorgen. Hier sind ja Truppen, die das regeln können. Und hoffentlich auch regeln werden. Denn ich kann mich hier ja nicht um alles kümmern, ne? Die Belagerung müssen wir doch jetzt mal langsam haben, oder? Ja. Kümmert sich hier gar nicht drum. Vielleicht muss ich doch wieder selber hier hinlaufen. Das, ja, wird auch klappen. So, das ist gut verlaufen. Ich werde jetzt auch erstmal hier rüberlaufen und die Armee hier unterstützen. Aha, sie rennen weg. Bringt ihnen aber auch nichts mehr. Mache ich vor allen Dingen, dass aber hier halt noch eine Truppe ist, die uns ärgern könnte. So, auch das war erfolgreich. Oh ja. Wir haben die ganze Armee zerstört. Dann wieder zurück. Die Grafschaft Geisenhausen. Hier ankommt militärische Präsenz. Garnisonsgröße plus 20%, Kontrolle, Zuwachs plus 1. Ja, das ist schön, aber bringt uns im Moment gar nicht mal so viel, glaube ich. Apropos, was macht eigentlich unser Rat? Ja. Vielleicht wäre es derzeit eine bessere Idee, den Kriegsvolkunterhalt runterzudrücken. Der macht noch ein bisschen weiter. Ja. Müssen mal ein bisschen Geld sparen. So, heranwachsender Herrscher. Es ist unglaublich, wie viele Meinungen und Bedürfnisse mein Bruder Domenico hat. Meistens will er mir sogar sagen, was ich zu tun habe, anstatt andersherum. Oh, der wird herrisch. Okay. Überragend oder nervtötend, ein schmaler Grat. Ja. Wir selber sind jetzt 7. Wir brauchen jetzt also wirklich unseren Fokus. Ja, wir sind auch auf Diplomatie gegangen. Das ist alles in Ordnung. Das hatten wir ja schon ausgewürfelt. Unser Vormund ist immer noch der von Ancona. Das ist auch in Ordnung. Passt also. Was? Nachdem meine Verwandte ist vom rechten Weg abgekommen. Sie wurde waldensisch. Und ist natürlich jetzt nicht mehr die Begünstigte. Aber sie ist ja, glaube ich, sowieso diejenige, die eine Affäre hat. Passt sowieso nicht so richtig. Wen nehmen wir denn jetzt? Unsere Tante vielleicht. Wie wäre es damit? Ist eine matrilineare Verlobung? Das finde ich gut. Wir nehmen unsere Tante dafür. So. So, die nächste Armee zerstört. Tja, dann würde ich sagen, wir ziehen mal nach München. Da ist wieder einer ausgetreten, wieder eingetreten. Naja, man kennt das ja als Übliche. Ich kann hier die Belagerung abspalten. Und die dann wieder zurückschicken nach Falkenstein, wo sie natürlich auch wieder viel zu viele sind. Niedrige Gemeindekontrolle in Nizza. Aha, Moment.
Das wäre dann was, worum sich unser Ratsmarschall vielleicht doch mal kümmern müsste, aber jetzt nicht im Krieg. Jetzt im Krieg müssen wir andere Dinge tun. So, Graf Otto hat sich verbessert. Wir haben herausgefunden, dass Herzog Gibertus ererbte Vasallen. Ja, machen wir. Der ist bei uns im Kerker, der kann sich sowieso nicht wehren. Senken kann man später ja immer noch. Aha, jetzt ist er auch gleich gestorben. Dafür ist er, der jetzt auch woanders eingekerkert ist, hier beigetreten. Sein Erbe wäre dann wiederum seine Schwester. Es sei denn, er kommt doch noch irgendwie an einen anderen Erben. Wer ist er? Der König von Litauen ist beigetreten. Na, gratuliere. Und wird direkt ersetzt durch seinen Nachfolger? Was für ein Chaos. Wir haben das Hufeisen entdeckt. Oh, da werden wir vielleicht mal unsere Innovationen anschauen, was? Das Hufeisen bringt uns Bewegungstempo plus 10%. Ist schön. Ja, so als... Aha, das Kulturoberhaupt ist natürlich jetzt auch eher. Das können wir ja so gar nicht ändern. Der interessiert sich für Chronikführung. Gut, das wird sich ändern, sobald wir erwachsen sind, weil dann haben wir wieder die meisten cisalpinischen Grafschaften. Warum auch immer das während der Minderjährigkeit ein Problem ist. Aber auf der anderen Seite ist es vielleicht auch ein bisschen komisch, wenn so ein Kind dann entscheidet, wo es erforscht wird. Naja. Ist auch, glaube ich, ganz okay. Naja, der hat eine 8 in Bildung. Naja, ist okay. Aha. Da wurde unsere... Scheiße, unsere Armee angegriffen und ich habe nicht aufgepasst. Die haben die zerstört. Ach du Scheiße. Bürgermeisterin... Oh, die hat auch wieder irgendwelche Bastarde mit... Graf Gausberto. Oh je, jetzt habe ich keine Belagerungstruppen mehr. Das ist ein Problem. Ja, nicht ausgehoben, sagen sie hier. Ja. Also belagern ist jetzt nicht mehr so unser Ding. Dann werden wir jetzt also mehr Schlachten schlagen. Wir sind bekannt für unsere Hingabe an den Glauben. Wir sind gläubig. Aha. Naja, wir konnten ja bisher auch noch nicht viele Sachen machen, die uns irgendwie Pietät kosten würden. Wir sind schließlich ein Kind. Gast interessiert uns nicht. Nächste Schlacht gewonnen. Hier ist noch eine Truppe. Na? Treffen wir uns in Falkenstein? Ja. Auch gewiped. Und, naja, dann hinterher nach Innsbruck. Oder halt auch nach Peiting. Zumindest einen Teil haben wir hier erwischt. Jetzt haben wir alle erwischt, okay. Bestens. Der Kerker dürfte mittlerweile wieder ein bisschen überquellen. So viele Gefangene. Wir haben 25 Gefangene. Oha. Das ist ein bisschen heftiger. Wie viele Truppen haben die noch? Immer noch 18.000. Wo die her, die ganzen Truppen nehmen, würde ich echt mal gerne wissen. Ah. Tja, wohin gehen wir jetzt? Ich meine, wir könnten jetzt... Wieder nach Augsburg, würde ich mal sagen. Na, da würden wir wieder Leute verlieren. Gehen wir mal hierher. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass wir unseren Sammelpunkt hier mal
hierher verschieben. Und hier die restlichen Truppen ausheben. Das würde auch wieder ein bisschen Belagerungsgerät bedeuten. Ein weiterer Gast, okay. Ja, allmählich wird es natürlich auch wieder mit dem Geld knapp. Wie sieht's denn aus? Haben wir irgendwelche wichtigen Gefangenen? Nein, haben wir nicht. Na dann, geht's wieder los mit Verkaufen. Graf Lothar von Eschenlohe. Warum ist der kein wichtiger Gefangener? Das soll mir mal einer erklären. Der bringt mir nur 10 Gold, immerhin. Der Bürgermeister ist uninteressant. Bringt auch nur 10 Gold. 50 würden wir hier bekommen. Er hat einen Anspruch auf die Grafschaft München. Achso, das ist der Sohn von dem. Mhm. Graf Ulrich von Genf? Nee. Kein Graf. Klingenberg? Hm. Ist der auch mit dem Krieg? Weiß ich gar nicht so richtig. Naja, das sollte erstmal reichen. Ach, jetzt haben wir Monaco wieder bekommen. Das ist vielleicht ein Hickhack hier. So, wir machen das wie beim letzten Mal. Er ist halt wieder alt, also da wird wieder nichts bei passieren. Es ist nur, um kurzzeitig dieses Ding mal loszuwerden. Bis ich mir was Besseres habe einfallen lassen. Na, immerhin nochmal 1500 Mann, die hier dazu gekommen sind. Ach, schon wieder ein Bastard. Sag mal, wie viel Bastarde hat er denn eigentlich? Antonella ist auch das Kind von ihm. Meine Güte. Das sind die Belagerer und das nicht. Wohin schicke ich die? Ich schicke sie mal rüber nach München. Auch wenn die natürlich für die Belagerung jetzt wahrscheinlich ewig brauchen würden. Oh, 6 Monate. Nicht wirklich viel länger als die anderen. Tja. Wo sind denn die Truppen? Aha, hier unten. Aber eigentlich haben wir ja genug Leute, die dir diese paar Truppen hier zurückschlagen könnten. Sehe ich jetzt noch keinen Grund, dass ich mich hier einmischen sollte. Weil hier oben, da spazieren ja 20.000 Mann rum, ne? Naja, die belagern jetzt hier unten angeblich. Auch nicht wirklich. Aha. Ach, was ist denn das jetzt hier wieder? Ein Bauernaufstand, der sich jetzt echt gegen mich erhebt? Ich bin doch völlig. Sagt danke, Eschenlohe, dass ich eure Bauern zerstört habe. Wir haben wieder Leute gefangen genommen. Ja, dann gehen wir jetzt mal hier weiter nach Geisenhausen, würde ich mal sagen. Wir werden das jetzt hier einfach systematisch mal einnehmen. Das müsste doch eigentlich zum Kriegsstand zählen, oder? Ja. Ja, das, was ich hier belagere, das bringt was. Was haben wir denn hier eigentlich noch? Ja, Lösegeld. Der erwartet einen Ratsposten, aber... Nee. Oh Gott, seine Nachfolger übrigens, die sind alle blöd. Also außer er. Der richtige Nachfolger zum Glück nicht, aber
Damiano wird Cremona erben und er wird Como erben und die sind beide begriffsstutzig. Also da bin ich mal gespannt, was daraus wird. Immerhin wird dieses Lombardei jetzt endlich mal ein bisschen aufgeteilt. Aha. Er hat den Kerker verlassen, wäre eigentlich auch ein ganz guter Verwalter. Aber wir haben ja jetzt schon einen Verwalter. Und derzeit sehe ich keinen Grund, ihn hier einzusetzen. So, was machen wir zur Fraktion? Ja, ist einigermaßen im Griff. Die werden in 14 Monaten hier tatsächlich was machen. Nein, die werden weiter Geheimnisse aufspüren. Ich muss wissen, wer meinen Vater umgebracht hat. München ist gefallen. Dann als nächstes Rotenburg. Wir hatten hier eigentlich gerade am meisten. Also wir haben wieder am meisten Kriegsbeteiligung. Prinzessin Eleonora von Italien. Bin mal gespannt, was sie dann bekommen würde. Weil ich glaube, es ist so, dass sie. Ja, also sie hat nicht den Vorzug. Ich denke auch nicht, dass das nötig ist, weil König Gundakar ist ja schon der König von Bayern. Also eigentlich helfen wir ihm hier gerade so ein bisschen. Ja, die Pommern haben auch nicht mehr viel. Wundert mich nicht bei den ganzen Schlachten, die sie mittlerweile mitschlagen mussten. Was hier unten los ist, ey. Na gut, wir sehen uns in der nächsten Folge. Mal sehen, wie es mit dem Kreuzzug weitergeht. Bis dann, macht's gut, eure Miri.